Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei Phasmophobia. Auch heute wieder mit dem lieben Devil. Hallo, grüß dich. Hallo, Le. Mit dem lieben Sid, was auch immer er da gerade macht. Scheint wieder ein bisschen besessen zu sein. Und dem lieben Mike. Hallo, grüß dich. Moin. Moin. So, wir machen wieder eine kleine Anfängerrunde. Im Grafton Farmhouse. Mike muss noch bereit klicken. Achso, ja, bereit. Bereit. Bereit sind wir doch alle. Chicken. So, geht los. Ich freue mich. Yeah. Die Besessenen. Ach, aber ein schönes Team, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, mit den Jungs zusammenzuspielen. Okay. Bitte was? Na, oh Gott. Sind dreh dich mal um. Ihr wollt mir wirklich mein Family-Friendly-Content hier kaputt machen, ha? Ich sehe das schon. Ach, dann sag das doch. Das hat was von Sabotage, was ihr da macht. Ihr seid alle verdächtig. Liebe Kinder. Alle Imposter. Liebe Kinder. So, wir brauchen das dreckige Wasser, EMF-Reader und einen Bewegungssensor. Unser Geist ist ein Latino, Paul Martinez. Und er ist ein Einzelgänger. Kameras nicht vergessen. Genauso wie du, Binsi. Ich sehe nichts, könnt ihr mal das einfügen? Vielen Dank. Danke. Lass dir schmecken. Einen guten. Nicht Mike, der Marshmallow ist? Oder Mike dann halt. Nimm doch noch vielleicht noch zwei mit. Das mit dem Marshmallow war ich gerade tatsächlich. Hab den Raum gefunden. Ja. So. Sagst du uns auch, wo du bist? Ja. Oben, wenn ihr reinkommt, Treppe hoch, rechts rum, da hinten dieser Arbeitsraum. Ich bin unterwegs. Ich komme. Ich gucke unten nochmal nach Meterboard und Knochen. Knochen unten da rasch. Jeder Raum ist es. Hier. Okay. Noch keine Minus. Hier ist kalt. Hier ist Herbst. Na toll. EMF 3. Könnt ihr mal ganz kurz rausgehen? Ich befrag ihn mal. Und Tür zu, bitte. Bist du hier? Geisterbox. Ja, haben wir. Ach, Tim. Ja. Hast du das schon mal mit... Das kam jetzt sehr abgehackt. Bitte deutlich ausdrücken. Voodoo-Puppe. Nein. Ja, ich hab sie gesehen. Ich kümmere mich. Ich hole wieder Räucherwerk. Denkt ihr auch daran, dass ihr Gefriertemperaturen eingibt? Das ist Beweis, wenn ihr das... Hatten wir schon Gefriertemperaturen, ja?
Gespenst, Mare oder Dämon? Ich hoffe, Dämon. Ich kümmere mich wieder gleich mal um ein Foto machen. Um Sids Willen hoffe ich, es ist ein Dämon. Kannst du auch machen, dann kannst du gleich mal nach dreckigem Wasser fahren. Lass es automatisch kommen, ich würde nicht groß nach. Ich bin jetzt auch ohne groß nachfahren. Stimmt, meistens kam es irgendwie, nachdem jemand gestorben ist und der Geist ein bisschen aggro war. So, ich fange an zu räuchern. Versuch's mal mit Rennen. Fass es nicht, das ist eine scheiß Ikea, was kannst du mich so festnageln? Was ist der Geist, dich festgenommen? Wolltest du nicht fliegen? Das klingt so falsch. Okay, EMF ist ausgestanden und ich komme nicht weg. Das ist nicht schlimm. Ich schieß als erstes. Eben. Dann haben wir ja unser erstes Opfer. Der hängt da immer noch fest. Ich würde sagen, dann gönn dir einfach noch ein Marshmallow. Das kann ein bisschen dauern. Wo genau bist denn deine Matratze? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Bis jetzt noch nicht, ich bring's mit rein. Nein. Ich hab's schon. Ich hab Salz und UV-Licht. Ich habe eine Kamera genau zur Tür blickend aufgestellt. In das Buch. Er will deine Sanities auf 6. Ich gehe mal raus, dann frage ihn das nochmal. Wir sollten einzeln im Raum stehen, wenn er. Wie hoch war die Sanity? Deine 66. Deine 54. Sind 91. Sind sie 85. Warum? Warum sind eigentlich 91? Weiß ich doch nicht. Ob wir drei zu sehr drin waren? Ich gehe mal die Nebenräume ab wegen Fingerabdrücken. Hier drin ist nichts. Buch. Der will, dass wir sterben. Jo, Geisterbuch. Das ist ein Dämon. Nein, nicht schon wieder. Yes, Sir! Ich hoffe, mein erster ein kleines gelbes Mädchen. Wo haben wir hier eine Fotopuppe? Habe ich schon fotografiert. Gut, ich wollte mal zeigen, wie die funktioniert. Wir könnten noch nach einem Knochen suchen oder sowas. Ich hole mal ein Fotoapparat. Habe ich auch schon gefunden. Du gehst jetzt hier rechts rüber.
Raum an oder rechts in den Raum an, dann sprechen wir auf. Habt ihr schon einen Bewegungssensor da drin irgendwie angebracht? Weil die Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Bewegungssensor ist angebracht. Zeig ich mal um. Tja, dann war er vielleicht bis jetzt noch nicht aktiv. Jedenfalls ist er noch nicht durchgelatscht. Ich setze dich gleich. Kann mal jemand meine Puppe nehmen? Kann bitte jemand meinen First? Devil, du hast noch 47% Sanity. Also bei dir wäre es langsam nötig. Gib mir mal die Puppe. Ich bring noch ein Kruzifix mit rein. Ich hab Geschenk mitgebracht. Eine Voodoo-Puppe. Wirf's weg. Okay. Und weg ist er. Nee. Ich hab den Kerze und. Will nicht. Die will nicht. Okay. Geht das auch hier draus? Was hast du denn jetzt? Hier drauf draufgelassen. Ich hab total krass hier. Bist du da? Zeige dich! Wo bist du? Der Bewegungssensor hängt, wenn du oben in den Raum reingehst, direkt links am Lichtschalter. Vielleicht mal die Wand dann nach, wenn du reinkommst, auf die rechte Wand umsetzen. Und vielleicht weiter nach. Komm ich mal um dreckiges Wasser. So, Bewegungssensor ist umgesetzt. Zeige dich! Zeige uns schmutziges Wasser. Eben ist er hier gespawnt. Wo ich stehe. Ja, ich stehe direkt auf dem Kruzifix. Mir kann theoretisch nichts passieren. Das andere Licht hier vorne, ne? Ich glaube, jetzt sind wir zu viele im Raum. Ist doch ein Einzelgänger. Genau, wir lassen mal am besten Sid hier drin. Sid, du machst das. Ja, töte Sid! Das mit der Tür mache ich jetzt aber nicht. Glaube ich kein Wort. Das war ich wirklich nicht. Hey, ich weiß, wenn die langsam geht, dann war das meistens der Geist. Zeige dich! Wie heißt der? Wie heißt denn der Geist nochmal? Paul Martinez, glaube ich. Paul Martinez. Zeig dich. Martinez. Paul Martinez. Zeige dich! Schrei! Paul Martin! Töte Sid! Passt irgendwie nicht. Lauf! 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 Wenn du da bist, zeige dich! Wo bist du? Ich probiere was an.
anderes. Haltet euch bereit, Fotos zu machen. Komm mal einen Schritt raus, Mike. Mike, komm mal einen Schritt raus, dass du hinter der Türschwelle stehst. Bloody Mary. Bloody Mary. Mike. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Paul Martinez. Bist du da? Er war bei mir. Bloody Mary. Zeig dich. Paul Martinez. Schrei! Herr Jack, hier, bei mir, bei mir, bei mir. Weg hier, Mike. Okay, brauchen wir nicht mehr. Sid ist tot. Sid ist tot. Das aufgenommen, wer ist jetzt umgebracht? War sehr interessant. Und wir haben ein Foto vom Geist. Was brauchen wir jetzt noch? Waschbecken, oder? Ja, ich guck mal nach. Waschbecken auf jeden Fall. Das andere war der Bewegungssensor, den gucke ich jemand. Sid gibt wieder eine wunderschöne Leiche ab. Ach, er holt sich mal wieder auf die Loren aus. Der Bewegungssensor ist übrigens fertig. Ist nur noch das 3G. Lass das Wasser ein! Mach schmutziges Wasser! Ja, das ist Sid. Rate mal, wer das war. Ich will dich gefragt haben, wo das ist. Hante Sid im Totenreich. Töte Sid nochmal. Zeige uns schmutziges Wasser. Lass das Wasser ein. Paul Martinez. Oh oh. Können wieder. Das letzte Mal hat er schmutziges Wasser eingelassen, als du im Badezimmer gestorben bist, Devil. Danach hat er das Wasser dort eingelassen. Ich habe ihn noch versucht hinzuziehen zum Badezimmer. Ich war ja im Raum vor dir noch. Dann bist du ja da. Und ich habe mit zwei Tüningen dran gehen, um mich zu töten. Ich würde jetzt einen Moment abwarten, vielleicht tut er was. Warum liegt die Voodoo-Puppe hier drin? Ich hab die vorhin da reingeworfen, glaube ich. Ihr solltet beide mal jeweils einmal Pillen nehmen. Ich hab gerade eine Packung genommen. Dann probieren wir mal das Bloody Mary Spiel im Badezimmer. Ich gehe mal ins Bad und spiele Bloody Mary. Jo, mach das. Ach und Sid, bleib aus dem Bad raus. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Zeige uns schmutziges Wasser. Paul Martinez. Lass das Wasser ein. Hier hängt halt
Hier hängt halt leider kein richtiger Spiegel mehr. Der einzige, der hier hängt, ist zerbrochen. Ich soll auch, glaube ich, nur bei Heinen Spiegeln funktionieren. Ja, eben. Haben wir hier oben noch irgendwo einen heilen Spiegel? Nein, das ist ein Spatzner, wir reden nur das von drin. Vielleicht hier hinten mal gucken. Hier wäre noch ein heiler Spiegel. Und ein paar Rissen drin. Jo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nö, funktioniert nicht. Ruhig mal ein paar Sekunden warten und Mike ist ja bei dir im Raum noch. Ach, dieses blöde Waschbecken, ey, das ist mir zu random. Ich versuche mal, dass er mich huntet und mir ins Badezimmer folgt. Paul Martinez! Bist du hier? Mike, geh mal einen Schritt zurück, dass du auch über die Türschwelle raus bist. Bist du da? Zeige uns schmutziges Wasser. Mach schmutziges Wasser. Sid, du kannst ihn versuchen, mal vom Totenreich aus wirklich zu triggern, aber auf schmutziges Wasser. Ich nehme an, dass mit der Bierdose da bist du gerade nicht. Ruf mal, dass er schmutziges Wasser machen soll. Ich glaube, Sid braucht das Bier gerade. Ja, aber ich glaube, das mit dem Bier war er gerade nicht. Denn die Dose ist über den Boden gerollt und das kann er, glaube ich, so nicht machen. Paul Martinez. Zeige uns schmutziges Wasser. Mach schmutziges Wasser. Dirty water, please. Meine Kerze ist ausgegangen. Zeige uns schmutziges Wasser, Paul Martinez. Martinez, zeige dich. Paul, Martinez. Paul, Baby, komm, zeige schmutziges Wasser. Ist es nicht ein bisschen rassistisch, was wir gerade machen? Sagen wir nicht irgendwie Mexikaner oder Gärtner? Ich weiß es nicht. Bloß weil er Martinez heißt? Paul Martinez, mein Garten muss gemäht werden. Mein Rasen. Mein das hat geklappt. EMF, ich denke Anderle, auch. Anderle. Arriba! Also jetzt mal bitte nicht zu viele Klischees hier, Leute. Davon kommt das schmutzige Wasser halt nicht. Hier, EMF haben wir jetzt verstanden. Mach schmutziges Wasser. Paul Martinez. Tu etwas. Zeige uns schmutziges Wasser. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ich glaube, das wird wieder nichts mit dem schmutzigen Wasser.
Nö, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Scheiß drauf, lass uns abfahren. Ich glaube, das mit dem Waschbecken müssen die von alleine machen. Das können wir nicht triggern. Geisterbox Gefriertemperaturen und Geisterbuch. Ein Dämon. Haben eine Interaktion. Dritte. Geist selber und. Ja, passt alles. Müssten eigentlich genug Geld verdient haben. Abfahrt! So, unseren Soll haben wir ja wieder erfüllt. Sid war tot, alles gut. Eins muss ich dazu sagen, dass also ich hatte eine Bierdose dabei, ja, ich habe die auch fallen lassen, aber ich habe sie nicht weggerollt. Sag ich doch, über den Boden rollen kannst du nicht, du kannst nur werfen. Nein. Ja. Der Dämon hatte eine. Als du alleine im Bad warst, war ich echt am. Vielleicht hätten wir warten sollen, bis dem Dämon schlecht wäre, dann hätte er vielleicht ins Bad gekotzt und dann sich danach Wasser eingelassen. Man weiß es nicht. Ja. Ja, egal. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat in dieser Folge, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Hashtags, ihr kennt die, ne? Sid opfern in die Kommentarspalte. Und ansonsten verabschiede ich mich vom lieben Devil, vom lieben Sid und vom lieben Mike. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. 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 Devil? Hast du nicht was vergessen? Ach, diesmal nicht. Okay. Hat er vergessen. Dann nicht.